Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgeschlichen Staffel 1. Ja, nachdem meine Zusammenarbeit mit Ezio Auditore della Firenze nicht so gut funktioniert hat, habe ich mir nun diesen Experten wieder rangeholt, um in Dishonored fortzuschreiten. Ja, hallo Leute. Ich habe gehört, Ezio hat mich vertreten. Ja. Mit merkwürdigen spanischen Akzent habe ich auch gehört, anstatt italienischen. Ja, ich sollte meine Kopfhörer hier aussetzen. Ja, sitzt du noch gut da? Ich glaube schon. Es waren aber 4 oder 5 dieser Zeichen, die aufgeploppt sind, als du außer den Band geschlagen hast. Glaube ich. Ich glaube, es waren 3 und 2 davon habe ich ausgeschaltet. Na! Du kannst doch ständig runter teleportieren und erledigen. Ja, weil er darf mich halt nicht vorher sehen. Das ist. Okay, dann halt einfach runterspringen. Das ist nicht tödlich. Ich würde sehen, wenn du jetzt über die Reling schmeißt, das ist auch nicht tödlich. So, schlaft schön, ihr zwei. Sehr ein schönes Pärchen. Sehr gut. So, da ist offen. Da geht's anscheinend auch zur Rühle. Leute, den Gestank des Nichts. The void. Something perverse in this place. Schleichen? Schleich nicht. Ah, gut. Danke. Dig deep, brother. Remember that the. Aufseher? Das ist irgendwas anderes. Huch! Geheimer Brief an Bruder Harold. Moment, erst mal lesen. Also, wir müssen da ja gerade so dastehen. Oh, deine Nachricht. Lieber Bruder Harold, wie schlimm stand es doch um mich, als wir letzte Woche sprachen. Danke, dass du mich beiseite genommen und mir deinen Rat gegeben hast. Ich habe ihn mir zu Herzen genommen und weiß, dass du recht hast. Ja, ich muss rituell geläutert werden. Ja. Ach, was mich nur erwarten wird. Ich weiß es zu gut, denn ich habe das Ritual schon einmal ertragen. Erst vor 3 Jahren. Ich war jung und stark. Und brauchte das Geld. Kam doch nur mein Haar mit dem Leben davon. Wenn ich dich noch einmal bemühen darf, wärst du so gütig, niemanden von unserem Gespräch zu erzählen. Ich werde das Ritual natürlich bald veranlassen, obgleich ich mich seit unserem Gespräch deutlich besser fühle, längst nicht mehr so aufgewühlt. Ich habe wieder Frieden und Klarheit gefunden. Wirklich, ich fühle mich besser. Dankbare Grüße, Bruder Chester. Ne? Du legst dich mal hier aufs Bett. Schau dir mal an, sieht irgendwie anders aus. Guck mal, da ist so eine Maske auf. Aha. Dachte, du schlägst zu. Oh, Brief von Mandy. Hälfte Tätowierung auf deinem Rücken, Amadeo. Wo kommen die ursprünglichen Zeichen her? Lass darüber zu reden. Dann komm in den Crown's Hand Saloon in Stadtbezirk. Frag nach Mindy, wirst es nicht bereuen. So spricht Mindy? Ja. Okay. Cool. Die will ich doch sofort kennenlernen, die Dame. Ich hab gerade vergessen, dass Mindy ja die Person ist, die wir schon kennengelernt haben. Oh ja, der Bäcker war bestimmt eine gute Idee. Warum ist hier ein riesiges Bild des Outsiders? Schnapp! Wo? Oh, okay. 2 ruhen gleich. Outsider-Schreien. Oh mein Gott! Hallo? Karnaca was a lovely city once. Before the Duke began choking the life out of the place. Before the Crown Killer started painting the walls red. Ich glaube, das liegt an den Wahlen eher, now nicht am Kronleuchter. And I have to wonder whether you're going to give it that final nudge. Or pull it back from the edge. Also Plan ist zweiteres. Ob das schaffen, keine Ahnung. Vermin, blood, and betrayal. It's happening again. I hope you're ready. Hm, mal gucken. Ich glaube, wir können sogar mit Weil schon die neue Fähigkeit wieder freischalten. Ja. Da steht an der Wand noch rechts neben dir. Ah. Hm. Ja, doch Ezio jetzt noch nicht. Der könntest du übersetzen, ja. Eindeutig. Ich habe gehört, er war zu beleidigt, dass du ihn da weggeschickt hast. Der kommt nicht mehr.
Italienisch. Alles dasselbe. Spanisch. Okay. Ich habe gehört, Ramon möchte gerne mal mit dir auftreten. Okay. Ist speichert. So, hier wollte ich gleich hin. Ich wollte hier hin. Kräfte. So, wir wollten ja hier recht schnell. Nachts. Wir haben 5 Runen. Wir könnten beides freischalten. Du erkennst Objekt- und Sicherheitssystem durch Wände hindurch. Ja, das ist sehr, sehr praktisch. Und hier halt strategische Hinweise. Dann machen wir die beiden einfach. Dann haben wir es schon fertig. Jo. Zack. Zack. Judas. Sehr gut. Jetzt probieren wir das gleich mal aus, weil er hat ja hier mit seinem Bruder noch gesprochen. Ja. Was ist das? Ach, man kann sogar Wecker und so weiter jetzt durch Wände sehen. Ah. Was ist das denn da? Da liegt ein Trank. Aha. Da irgendein Papier. Oh, das ist ja praktisch. Dass man sogar sowas jetzt sieht. Alles, was man so benutzen kann, auch noch. Eine Säbelschneeblerfeder. Schau mal auf, was steht so am Schreibtisch. Schick. Schick ist der Typ. Ach, guck mal, na, weil er hört die Nacht sich dann auch einfach auf. Ja, okay. Da ist hier draußen noch was. Da kann man dann auch wieder noch weiter runter. Aber erstmal hier gucken. Okay, also du darfst die Fähigkeit nur nicht zu schnell hintereinander einsetzen. We're conducting a search for heretical artifacts. Da. Da. 2. Here? Listen, I only need this area is restricted on the authority of the abbey. No one is allowed inside. Okay, das ist die Zivilistin. Pass auf, da unten am Boden. Ja. Okay, diese Fähigkeit ist sehr, sehr praktisch. Macht's auch schon wieder fast zu leicht. Na, mal sehen. Es fühlt sich so schön mächtig. Ja, das stimmt. Ja, geht's ja. Ja, oder? Wow. Schönes Pärchen seid ihr. Ja, ja. Ah, genau richtig gelandet. Aber es ist ja auch interessant, dass hier wirklich gesagt wird, wir suchen nach Zeichen von Ketzerei. Und dass es halt wirklich so solche sind, die halt den Outsider versuchen aufzuhalten oder seinen Einfluss zu minimieren. Ja, das ist dann noch eine Zivilistin. So wie es jetzt klang. Ja. Was ist denn das noch hinter dir? Auf dem Tisch da. Was da noch stand. Was so lila aufgeleuchtet ist. Hier sind noch Bolzen. Bolzen. Was ist das für ein Gerät da? Links. Das. Da. Guck mal, so eine Bombe mäßig. I only had a boat of my own. That's the life. So, das Ding, die Falle hier scheint schon entschärft zu sein. Weil es ja auch durchgelatscht einfach. Wir können auch nichts machen. Wo ist das Herz aus? Irgendwas in der Nähe. Jetzt will ich schauen, wie weit ist denn bitte in der Nähe? 12 Meter, das ist wirklich in der Nähe. Nee. Juhu! Okay, hier ist zu. Ja, warte mal, da haben wir es ja irgendwie auch ein bisschen nicht. Ja. Ah. Ach! Na, guck mal einer an. Flinker Schatten. Neues Knochenartefakt. Ausrüsten. Was ist das? So. Du bewegst dich beim Schleichen etwas schneller. Sehr gut. Der nehmen wir mit. Oh ja. Deutlich. Deutlich. Nice. Das wird auch noch sehr, sehr nützlich sein. Da ist eine Rune in 33 Metern und ein Knochenartefakt. Wahrscheinlich auch so dran. Die sind wahrscheinlich direkt nebeneinander. Beides 33 Meter. Könnte also auch wieder so gehen wir mal kurz zum Fenster nochmal. Kann man das Fenster aufmachen? Oder? Guck mal, so sind wir auch theoretisch an Lichtwand vorbei. Okay. Ach, ich mag das sehr. Der grummelt hier. Der Winde Lichtwand. Yes! Jawohl. Aber wir gehen natürlich nochmal zurück und gehen durch das Blutnest, Blutfliegennest so. Ich glaube, dass es eine Zivilistin war. Ich glaube, die. Ja. Ich
Ich mach das ganz gut, muss ich gerade sagen. Ja. Das sind ja auch schön enge Gänge. Beim Hafen war das Problem, dass es halt so riesiges offenes Areal zum Teil war. Food Ticket Program. Cancelled. Also auch immer wollten sie hier so mit Essensmarken. Ja, warte mal, aber jetzt. Oh, was sagt ihr zur Liste? Die steht direkt neben dir. Da. Hi. Last week, one of the glassblowers got murdered by the Howlers. No one is safe. Diese Heuler sind jetzt diese komischen Typen, oder? To my uncle's farm near Sagunto. Die Heuler sind diese, die von der Seuche befallen sind. Ah, stimmt. Ja, die heißen Heuler. Diese Art Zombies. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Du? Oh, so, okay, der hätte uns nichts gebracht, darauf zu gehen. Ja, dann kannst du halt runter. Oh. Okay. Okay. Naja, dann ist jetzt Zeit für die Blutfliegen. Ja, jetzt holen wir einmal durch das Blutfliegennest durch. Und mehr ist hier nicht, wa? Nee. Kannst du mal hier unten langlaufen? Da, guck mal, auf dem Tisch da steht, glaube ich, noch mal ein bisschen Wal. Oder? Ah, ne, ist eine Laterne. Aber haha, Vince. Geht. Ist da links noch was? Da. Jawoll, Blutstein-Rotteil-Statue. Sehr gut. Hier noch schönes. Hier noch ein Trank. Okay, sind wir schon mal zwei Orte noch, wo wir Gesundheitsnächste herbekommen. Beim Schwarzmarkt und immer hier. Mhm. Ah ja, okay, man hätte sich auch hier so eng lang schleichen können. Das ist ja schon so Blätter rumstehen. Alles Gebiet. Naja, nicht so richtig. Die wollte ich jetzt nicht. So. So. Na dann. Da rein. So. Speichern nochmal. Ja, auch mal wieder hier einen richtigen Safe. Machen. Ja. Nach 9 Minuten war der erste Safe. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei über 3 Stunden. Ja. 4 Stunden. 39. Na gut, ich glaube, den Körper musst du mal ganz kurz wegschleppen, damit du rüberklettern kannst, oder? Oder kannst du rüberklettern? So, weg damit. Blah. Okay, also langsam bewegen. Langsam bewegen und nicht zu nah an die Nester ran und so weiter. Aber wir können natürlich die Nester auch kaputt machen. Wir haben Brandbolzen, oder? Ich glaube, wir müssen so weit die Nester kaputt machen, damit wir an das Knochenattrakt rankommen. Ja. Dann rüber. Liebe kleine Blutfliegen, ihr seid so lieb und tut uns nichts. Das werdet ihr also schon als nah, ja. Ich glaube, das kann er noch warten, muss das. Ist das eine Fackel da? Kannst du irgendwas mehr machen? Nee, kannst du nicht. Nur ein toter Körper. So. Davon. Ist noch eins. Wie gesagt, du kannst natürlich alle Blutfliegen töten. Ja. Oh. Da ist eine Resistierkasse. Stimmt, es wäre sogar besser, wenn du die Fliegen erst zerstörst, weil. Oh, Scheiße! Den Brandbolzen aus. Links. Das sind Brandkugeln. Ne, doch, Brandbolzen. Okay. Na dann. Machen wir da rein, ne? Feuer, Jo! Das hat gesessen. Ist auch eins, oder? Ja. Guck mal, das ist da unten hingeklatscht. Ich weiß nicht, was deren Problem mit dem Job ist. Ach, die kosten auch Mana. Was? Nein. Aber haben wir jetzt so wenig? Stein. 25 mal rum. Jemand fliegt hier direkt über dir noch herum. Auf Leere. Schleichend! Was ist denn hier da? Glücksfeld. Jawohl. Und noch
nochmal Brandbolzen, sehr gut. Oder rechts. Schön. Doch, da. Deine Münze. Moment. Oder rechts nochmal, das haben wir noch. Ein Hahn und ein Regal. Spiegel, da ist nichts drin. Das Bett. So, okay. So. Dann noch den Blutstein aufnehmen von dem ersten Nest. Genau. Kaufbotten und sowas, wenn ich jetzt nicht unbedingt essen aus diesem Haus hier. Ja, ist nicht so alltäglich wahrscheinlich. Ich glaube, Emily hat einen starken Magen. Hab ich auch. So, wo sind jetzt wieder Blutsteine abgeblieben? Also es hieß ja auch, man kann welche finden. Nicht, es kommt immer einer raus. Achso, na gut. Oh, da liegt noch ein Tagebuch. Traditionelle sekanische Lieder. Oh nein. Lieder. Nochmal kurz, ob das hier irgendwo hingeömmelt ist. Nee. Wahrscheinlich schon. Gott. Elmira, Elmira, bitte komm nach Haus, Elmira. Eines Tages ging sie fort und kehrte nie zurück an diesen Ort. Angeblich hat sie eine silberne Ader gefunden. Länger als sie sich lässt erkunden. Tief unter Erde sie besticht und jegliches Tageslicht. Elmira, Elmira, bitte komm nach Haus, Elmira. Sie ist noch da unten für immer gebunden, meine süße Elmira. Elmira, Elmira, bitte komm nach Haus, Elmira. Sie ist gefangen im tiefen Felsengarten, ohne Essen, ohne Schlafen. Sie ruft meinen Namen und irrt, vielleicht ist sie sogar verwirrt. Läuft links und nach rechts außen, wo geht es denn noch draußen? Elmira, Elmira, bitte komm nach Haus. Elmira, Elmira, sie ist noch da unten, für immer gebunden, meine süße Elmira. Bravo. Danke, danke. Gar nicht peinlich oder so. Sakonische Kochbananen. Was haben die alle mit diesen Kochbananen? Achso, wir sind ja relativ weit südlich. Ja. Hier ist auch alles abgesperrt worden. Da ist die. Ich denke, da ist noch ein. Aber da ist noch ein Nest anscheinend. Schweinerei. Speichern, dass es so gut lief bisher. Hm. Hier fliegt einfach nur so rum. Macht der denn außer dem Tank was? Hehe. Die mögen das Licht anscheinend. Ja! Huch, schon tot. Ich schütte was mit. Okay, das ist gestellt. Oh, schön dann. Seid du was da hin? 30 Minuten. Ich mach mal das Licht aus. Nun. Quatsch. Das hat gut funktioniert. Ein Meister der Schatten. Ja, ja. Guck da, ja. Das ist ein. Das ist ein eine Giraffe. Miau! So. Und dann nach oben. Zum Artefakt! Das hier wäre kein Spiel für Jojo, die hasst ja das Geräusch von Herzschlag. Hochprozentiger Alkohol. Brennbar! Warum kann ich den denn nur tragen? Na dann, schmeiß ihn mal auf das Nest, wenn wir sehen, was passiert. Aber wahrscheinlich muss er dann raufschießen mit einer normalen Pistole. Ja, das nutzt jetzt nicht wirklich viel. Schmeiß ihn trotzdem. Achso, kannst du so verlassen. Obwohl, nein, setz es ein. Ja, aber die fliegen doch bestimmt los, nachdem ich... Na, du musst doch gleich die Pistole ausrüsten. Rechts, hoch. Da. Achso. Achso, oh! Wow, wie hochprozentig ist dieses Zeug, dass beim Aufprall sofort in Flammen aufgeht? Das würde ich ja nicht tun. Oh mein Gott! Was trinken die Leute in dieser Gegend? Ach du Scheiße. Noch eins, ja, ne? Ja. Wir haben noch eine Flasche, also von daher. Ups! Ah, hopp!
Ja, wir trinken Molotow-Cocktails gerne. Brandbolzen. In diesem Haus schmeckt es besonders gut. Ja. So, wir haben einmal Ovalöl. Noch ein Gesundheitstrank. Tja, können wir nicht nehmen. Und ein Knochenertrakt. Wasser des Geistes. Und da ist noch oben ein Blutstein, glaube ich. Beim Trinken aus einem Brunnen regeneriert sich dein Mana. Machen wir. Ja. Entschuldigung. Ja. Nee, tut ja nicht ernst. Du wiegst keinen Blutstein so oft. Okay, wir haben erfolgreich das Haus gesäubert. Fast. Ich glaube, ein Blutnest. Also hört sich zumindest danach an, dass noch irgendwas hier rumschwirrt. Du kannst auch schnell einmal rumgehen um die Ecke und es komplett zerstören. Ja, gut. Einmal rechts rum. Rechts rum. Rechts rum. Da. Und ist noch Alkohol da? Nee. Glaube nicht. Unten halt. Komm mal, machen wir dann mal. So, du kannst ja auch drin auch rumrennen. Auch doch der hochprozentige, oder? Und Patties, Crystal. Nee. Das schon ist nicht so hochprozentig wie das da oben. Na gut. Wir haben ja 4 Brandbolzen, also. Hallo! Und da gab es einen Blutstein, das ist doch schön. Schnapp. So, gesehen. Keep out, not trespassing. Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht so sehr erwünscht und die wollen nicht, dass Leute hier reingehen. Da ist noch ein Blutnest. Blutfliegennest, nicht Blutnest. Alkohol? Alkohol? Wo ist der Alkohol? Gibt's nicht. Der Herr Bolzen. Sieht aber schon sehr cool aus. Ui! Ui! Hier liegen Leute rum. Pistole brauchen wir nicht. Kann sein, dass sie sich alle selbst umgebracht haben. Oder haben sie sich versucht, gegen die Viecher zu wehren? Ja, überleg dir das, Fliege. Nochmal Pistolenkugeln. Ja. Ne, boah, noch nie. Kannst du mir hier irgendwie? Können wir tragen. Die haben sich selber erschossen. Da ist noch links, kannst du noch da runter gucken? Also jetzt geradeaus? Oder? Nee, doch nicht. Ha! Noch ein toter Körper. Okay, das geht doch noch ein bisschen. Aber ich glaube, das da unten müsste das letzte sein, weil wir sind auf der anderen Seite auch. Ja. Hinter der Lichtwand schon. Macht nix! Dann werden wir beim nächsten Mal. 11, 12, ja, bist du wieder dran? Ja. Dann wirst du das Haus zu Ende reinigen. Ja. Ja, und dann können wir uns auf hinter die Lichtschranke machen. Und dann gucken, was da so alles ist. Zum Beispiel müssen wir auch noch eine Leiche finden. Ja. Die wir herumtransportieren. Ja, und dann mal gucken. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und euer Gauton. Ciao. Ciao.